Ja, herzlich willkommen bei der Online-Volkshochschule Grenzach-Wielen zu unserem heutigen Talk zum Thema Bücherglück und digitale Demenz, das Lesen der Zukunft. Mein Talkpartner heute Abend wird Professor Gerhard Lauer sein von der Uni Basel, der sich gleich selbst vorstellt. Eigentlich sollte dieser Talk stattfinden in der Aerosolhölle, Theater im Zehnthaus, aber aus Ihnen allen bekannten Gründen ist das nun mal im Moment nicht möglich. Ich begrüße bei der Gelegenheit ganz herzlich auch die Zuhörer vom Freien Radio Wiesenthal, die diesen Talk dann als eine Art Radio-Podcast hören werden. Jetzt herzlich willkommen, Herr Professor Lauer, und am besten, Sie stellen sich selbst vor. Und Ihnen allen wünsche ich natürlich einen erkenntnisreichen Abend und freue mich schon auf die nächsten Veranstaltungen. Ja, mein Name ist Gerhard Lauer. Ich bin Professor für Digital Humanities an der Universität Basel. Für Digital Humanities gibt es kein so richtiges deutsches Wort oder Kompositum dafür, sondern es bezeichnet alles, was mit Computer und Geisteswissenschaften zu tun hat. Das hat natürlich damit zu tun, dass die Geisteswissenschaften ein bisschen weiter weg sind von Zahlen, von Rechensystemen jeder Art. Und die Idee ist, dass die Geisteswissenschaften sehr viele Möglichkeiten haben, wenn sie diese komputationellen Methoden auch in ihr Portfolio der methodischen Möglichkeiten, aber auch der Visualisierung von Daten, von Editionen, von kulturellen Artefakten eben integrieren. Das Problem ist, wir müssen also so etwas wie Studiengänge entwickeln. Wir müssen Techniken etablieren, die es erlauben, dass zum Beispiel eine Nietzsche-Ausgabe nicht nur im Buchregal zu finden ist, sondern auch auf einem wissenschaftlichen Niveau im Internet zugänglich ist. Und das klingt eben so einfach, dieses zugänglich machen, und dahinter stehen dann aber teilweise jahrzehntelange Abstimmungsprozesse, Standardisierungsverfahren und so weiter. Also es ist so eine Mischung aus, man sollte Kenntnisse der Literaturgeschichte, der Philosophie, der Geistesgeschichte im weitesten Sinne haben, aber zugleich auch eine Vorstellung von den Möglichkeiten des Computers, des Internets. Und das geht nicht immer einfach zusammen, weil beides braucht viel Zeit. Das eine viel Lesezeit, das andere auch viel Zeit, programmieren zu lernen, bestimmte Techniken zu adaptieren. Also ist ein langer Prozess, aber der Versuch ist eben, dafür Professoren oder Professuren zu schaffen, die diesen Transformationsprozess voranbringen. Und das ist meine Aufgabe an der Universität Basel. Es gibt in der Schweiz, auch in Bern, solche Einrichtungen. Ist alles noch sehr klein. Wir sind noch nicht mal ein richtiges Departement, so dass ein bisschen unklar ist, was wir jetzt so genau sind. So zwischen Hilfswissenschaft und Metawissenschaft, die alles kann, irgendwas dazwischen werden wir wohl sein. Klingt auf jeden Fall spannend und herausfordernd. Wir hatten im Vorgespräch verabredet, Herr Lauer, dass wir so drei Aspekte heute Abend ansprechen, nämlich Lesen heute, Lesen früher und die Kritik der Kulturkritik. Und das Ende des Kanons oder neue Autoren, neue Buchformate, neuer Buchhandel. Und bevor wir zum Thema Lesen heute kommen, gestatten Sie mir vielleicht eine persönliche Frage noch. Wie war denn Ihre persönliche Lesebiografie? Wie hat sich die entwickelt? Daran habe ich erstaunlich viele ziemlich genaue Erinnerungen. Und ich weiß nicht, ob es vielen anderen auch so geht. An bestimmte Bücher erinnere ich mich doch ziemlich genau. Dazu gehören ganz klassische Bücher wie Karl May. Zum Beispiel die Begegnung mit dem Tod erfolgt im Buch, nicht in der Wirklichkeit, also in meiner Erinnerung. Vielleicht ist vieles auch ausgeblendet. Mhm. Aber der Tod Winnetous muss ich, glaube ich, nicht erklären, zumindest einigen nicht. Das gehört dazu. Das heißt, ich habe angefangen, Bücher zu lesen, relativ wild. Aber dann eben, wenn man rückblickt, sieht man doch die klassischen Bücher. Und dann gab es bei uns in der Bibliothek der Schule eine interessante Rubrik, und zwar Indianerbücher, aber über die echten Indianer.
Also es ging nicht mehr um Karl May, sondern sehr stark auch mit Fotos. Also die Indianer oder die Kriege in den USA gehen ja 1870 erst zu Ende. Also von daher ist sehr viel auch dokumentarisches Material. Wahrscheinlich waren die sehr romanhaft aufgepoppt. Aber an diese Bücher erinnere ich mich noch sehr, sehr stark. Und dann kam so mit 15, 16 diese Phase, wo man versucht, die Mädchen zu beeindrucken, indem man irgendwelche Surkamp-Bände dabei hat, mit denen man sich wichtig machen kann. Also ich gehöre auch dazu. Genau, also ich glaube daran, an ähnliche Biografien, Lesebiografien können sich viele erinnern. Dazu, also zum Beispiel die Philosophie der neuen Musik von Adorno zu lesen mit 16, ich habe das natürlich nicht verstanden, da bin ich ganz sicher. Aber die Prätension war schon die Hälfte der Miete. Also, dass das Lesen und die Bücher doch einen gewissen Status haben. Natürlich nur innerhalb bestimmter Gruppen. Auch in der Schulklasse gehörte man dann halt zu einer bestimmten Gruppe, nicht zu der anderen oder zu den anderen. Und aus die anderen, Entschuldigung, Herr Lauer, die anderen hatten Gitarren, haben am Lagerfeuer "The answer is blowing in the wind" gesungen, oder? Ja, das habe ich auch mal. Ich habe auch Elektrogitarre gespielt, Gibson gespielt. Haare waren auch länger, ja, auch das. Aber die Bücher gehörten auch dazu. Von daher ist es so eine, man kann sagen, bildungsbürgerlich, obwohl mein Vater zum Beispiel kommt aus, ist Chemiker, ist jetzt nicht primär jemand, der jetzt Buch sehr nah am Buch war. Meine Mutter schon eher, die als gelernte Kindergärtnerin einfach sehr viel gelesen hat. Aber Bücher waren immer da. Und das ist ja eine der Voraussetzungen für viele Leserbiografien, dass einfach Bücher im Haus sind. Das ist selbstverständlich, genau. Jeder macht das. Und bei mir ist das auch so ziemlich die Geschichte. Ja, wir sind ja ähnliches Alter, haben auch zur gleichen Zeit an der gleichen Uni das gleiche Fach studiert, wie wir jetzt gerade festgestellt haben, aber offensichtlich bei anderen Professoren. Mhm. Auch bei mir war natürlich Georgie Winnetous Schwester die erste große Liebe, das ist ja klar. Ja. Marie Versini in der Kinoverfilmung, ja. Mit 12, als man so langsam realisiert hat, es gibt ja unterschiedliche Geschlechter. Ja, aber wie ist es jetzt? Unser erster Themenkomplex heißt ja das Lesen heute. Wenn man sich so umhört und mit Lehrern spricht oder auch mit Bibliothekaren spricht, die viel mit Lesern zu tun haben, hört man ja oft, ja, heute wird nicht mehr so viel gelesen wie früher oder es ist alles total veroberflächlich, es ist alles so wikipedistisch. Wie sehen Sie das? Wikipedia hat sehr lange Artikel. Also wer sich gut informieren will, und es gibt auch Untersuchungen, die gezeigt haben, dass die Wikipedia problemlos mit der Encyclopædia Britannica mithalten kann, nicht in allen Artikeln, aber doch in erstaunlich vielen, gibt es lange Artikel. Das heißt, es muss Menschen geben, die sich diese Mühe machen, sie zu schreiben, sie zu verbessern und auch zu lesen, sonst würde man irgendwann diese Mühe nicht machen oder man würde eine kleine Community sein. Das ist ja bei Wikipedia nicht der Fall, so dass schon Wikipedia ein erster Hinweis darauf ist, dass diese Vorstellung, es liest keiner mehr, so nicht richtig sein kann. Das Problem ist, trotzdem merken wir, da ändert sich was. Und zwar ganz erheblich ändert sich was. So etwas wie die Surkamp-Kultur, als dieses Beispiel, weil wir es gerade angesprochen hatten, existiert natürlich in dieser Form nicht mehr. Dieser ganze Status, den von der Gruppe 47 bis hin zu dem literarischen Quartett bestimmte Leute auch hatten auf die öffentliche Meinung, das ist in dieser Form nicht mehr so lebendig. Und damit entsteht natürlich der Eindruck, Lesen, Bücher verschwindet oder wird oberflächlicher, so dieses flache Lesen im Untersinn, im tiefen Lesen. Und die Frage ist dann, was man unter Lesen versteht. Und meistens haben wir eine relativ normative Vorstellung von dem Lesen. Es meint eben das Lesen bestimmter Bände,
etwa aus der Surkamp-Bibliothek oder ganz bestimmte Romane. Also wer nicht den Mann ohne Eigenschaften gelesen hat, das ist die Standardantwort, die die Germanisten mit den größten Romanen des 20. Jahrhunderts geben, ist immer der Mann ohne Eigenschaften. Aber wer hat den tatsächlich gelesen? So, also bis zum Ende. Das ist auch nicht nur eine Freude. Also das ist wirklich hartes Brot. Oder die Romane Jean Pauls zum Beispiel, die mal unglaublich populär waren, gar keine Frage. Aber das ist doch heute eine spezialistische Lektüre geworden. So, dass man genauer hingucken muss, wo lesen die Leute? Was tun sie eigentlich? Was machen die Jungen? Was machen die Älteren miteinander? Und dann kommen natürlich solche Zahlen rein, wie etwa vom Börsenverein 2017 kam ja diese Veröffentlichung, die es auch in die Tagesschau geschafft hat, dass vor allem junge Käufergruppen verloren gehen. Also etwa 30% Einbruch bei den unter, und jung heißt für den Börsenverein unter 49, muss ich vielleicht dazu sagen. Sehr freundliche Formulierung. Und tatsächlich kaufen die Leute offensichtlich nicht mehr so einfach die Bücher, wie sie es vorher gemacht haben. Aber sie kaufen nicht weniger. Und der Buchhandel nimmt auch nicht ab und die Titelproduktion nimmt nicht ab. Also lesen wir offensichtlich in unterschiedlichen Welten. Und was uns eben interessiert ist, wo lesen die Leute? Was lesen sie eigentlich? Was sind die Titel, die das eigentlich antreiben, sodass die Leute doch sehr viel Geld für Bücher ausgeben? Und insofern kann man eigentlich zunächst einmal die gute Nachricht bringen, es scheint wohl gelesen zu werden, nur die Frage ist, wo? Und nicht mehr dort, wo wir es immer vermutet haben. Sie haben ja im Vorfeld einige Ihrer Thesen auch geschickt und eine Ihrer steilen Thesen lautet, Jugendliche lesen in vielen Formaten, gerade aber auch auf dem Handy. Da blutet natürlich einem klassischen Leser wie mir das Herz. Ja, der Ort ist ein anderer. Und das ist halt eine vollkommen andere Form des Lesens. Und ganz verwundert war ich über Ihre These, dass selbst Gattungen wie die Lyrik neue Leserinnen und Leser gewinnen. Das hält man jetzt ja tatsächlich für das klassische Kassengift. Ja, also es gibt ja die berühmten Sätze von Gottfried Benn oder anderen, dass er gesagt hat, an seiner Lyrik hätte er 19,42 Mark verdient, also so dieses und die, weil man mit Lyrik kein Geld verdienen kann. Es gibt Superstars, also wenn wir jetzt mal erstmal bei Lyrik bleiben, Superstars wie die Rupi Kaur, aber sie ist nur vielleicht die sichtbarste Figur, vor allem für jugendliche Leser, noch genauer gesagt für Leserinnen, für junge Frauen. Also wenn Sie die in Grenzachwühlen da hätten, bräuchten Sie einen Raum für 2000 Leute. Also wenn die zur Lesung kommt, reden Sie über 2000 Leute. Das ist nicht die klassische Buchhandlungslesung, an der ich auch immer fleißig teilgenommen habe, wo man da auf so Klappstühlen irgendwie 30, 40 Literaturenthusiasten auf harten Stühlen lange ausharren. Nein, das ist ein ganz anderes Event. Also das sind richtige Popstars, kann man auch sagen. Und die veröffentlichen halt ihre Gedichte oder haben angefangen und sind darüber bekannt geworden, dass sie auf Instagram und Twitter ihre Gedichte auch mit Handzeichnungen und so weiter populär gemacht haben. Und als sie dann sichtbar waren, kamen dann Verlage und haben gesagt, das wollen wir auch drucken. Und dann gibt es die englische Ausgabe, also die amerikanische Ausgabe, hat über eine Woche lang die New York Times Bestsellerliste angeführt. Also es hat sich verkauft, die gedruckte Version, obwohl alles im Internet lesbar ist. Also es gibt gar keinen Grund, kann es auch sonst lesen, kann auf ihre Webseite gehen, gibt es sehr viele Informationen. Aber die Leute haben es gekauft. Dieser Gedichtband Milk and Honey, der erste, ist in etwa 20 Sprachen der Welt übersetzt worden. Und es gibt eine zweisprachige Ausgabe von Rupi Kaurs Milch und Honig Gedichten im Deutsch. Mhm. Also welcher 20-jährige Lyriker, Lyrikerin kriegt eine zweisprachige Ausgabe? Das ist nicht selbstverständlich. Also das zeigt schon, da ändert sich was. Und wir sehen, dass plötzlich diese Insta-Poets in Fashion-Magazinen auftauchen. Da gibt es ganze Artikel darüber, was für coole, hippe, lifestyle-mäßige Lyriker das sind. Also es gibt auch Männer, die schreiben dann Haikus auf
auf Papier und fotografieren die ab und posten die dann bei Instagram. Mhm. Aber ist es nicht so, Herr Lauer, dass das Hippe oft auch ziemlich trivial ist? Ja, also ich habe mal an einer anderen Stelle geschrieben, das ist so Kalenderlyrik. So würde ich das auch beschreiben. Mhm. Nur wir reden natürlich über ein Riesenphänomen. Und bei dem Riesenphänomen wissen wir auch in der Literaturgeschichte, der größte Teil, also die Vulpius-Romane, wenn Sie die heute lesen aus der Goethe-Zeit, die mehr gelesen worden sind als Goethe, sind natürlich auch nicht der Gipfel der Kunst. Mhm. Also von daher gibt es einfach eine breitere Interesse an Lyrik. Das muss man eigentlich vergleichen mit den Lyrikvereinen. Also im 19. Jahrhundert haben das Menschen eben auch in ihrem Alltag geschrieben. Also die Handwerkerzunft kam zusammen und da haben Leute Gedichte geschrieben. Mhm. Natürlich ist es nicht alles Mörike, ist gar keine Frage. Mhm. Aber dass die Menschen das geschrieben haben, hat dazu geführt, dass sie dann Mörike auch gut fanden und gemerkt haben, da kann es vielleicht ein bisschen besser als ich. Also dieser Hintergrund, ich glaube, dieser Mechanismus, den haben wir heute auch. Und deshalb ist Lyrik unglaublich sichtbar. Und das sage jetzt nicht bloß ich, sondern das National Endowment in Amerika, die eine große regelmäßige Studien über Kultur in den USA macht, hat gerade, die bereiten jetzt den großen Lesereport. Der letzte war 2009, der nächste kommt jetzt 2021, 2022. Aber es gibt schon erste Daten daraus. Und eine der Beobachtungen ist, Lyrik ist cool, ist hip. Ich weiß nicht, wie ich es anders sagen soll. Hat das vielleicht damit zu tun, Herr Lauer, dass die Lyrik am ehesten auch das Potenzial hat, so ein bisschen Lebenshilfe zu sein? Ja. Es gibt ja seit Jahrzehnten, also selbst zu unserer gemeinsamen Studienzeit in Saarbrücken in den 80er Jahren, hat man ja schon diese These vom Lesen als Therapie vertreten und in den Büchern, was weiß ich, von Hermann Hesse und anderen wurde das ja auch immer lang und breit und sehr beredt dargestellt. Die Lyrik ist, glaube ich, am ehesten auch so ein bisschen, wie soll ich sagen, rettendes Rezept in Lebenskrisen, oder? Wie sehen Sie das? Also ich meine, im Prinzip halten Sie jetzt den Finger genau dort in die Lesewelt hinein, wo sie eigentlich für die meisten Menschen wichtig ist und wo sie von der klassischen Germanistik oder auch von dieser Kulturkritik oft nicht gesucht wird, nämlich im Alltag. Also für die meisten Menschen ist Literatur deshalb wichtig, weil es etwas mit ihrem Leben zu tun hat. Mhm. Und da ist Lyrik tatsächlich, also Lebenshilfe, deshalb Kalenderblätter, das ist wäre die historische Variante. Und Rubikauer ist ein gutes Beispiel dafür. Die schreibt speziell für junge Frauen, Frauen mit Migrationshintergrund, Frauen aus, sagen wir, nicht privilegierten Familien. Die kommt aus einer Sikh-Familie, eingewandert in Kanada mit 4 Jahren, hat auf dem Weg dann Englisch gelernt, dann auch selber Lyrik zu schreiben. Und im großen Teil geht es halt um Beziehungskonflikte, um Rassismuserfahrungen. Also tatsächlich um sehr lebenspraktische Probleme. Mhm. Und diese Vorstellung, dass wir die Literatur deshalb lesen, weil wir es vor allem ästhetisch gutieren, das geht an der Realität des Lesens schon immer vorbei. Und Sie sehen es auch, weil Sie, Herr Kurz, zu Recht Hermann Hesse erwähnt haben. Was ist der Name des bedeutendsten deutschen Autors in diesen digitalen Lesewelten auf Wattpad, also mit 90 Millionen Teilnehmern? Es ist Hermann Hesse. Also eigentlich psychologisch, oder? Ja, ja, das ist sehr schön gesagt. Das ist, er greift eben ja, für junge Leute Identitätsfragen, genau, ja. Schulerfahrung, Bully-Erfahrung, auch in diesen Carmen Seed und anderen Figuren, im Steppenwolf, den wir sein wollen und so. Also wir haben die auch so gelesen. Meine Deutschlehrerin, Frau Stecker, die sehe ich noch heute vor mir. Wir haben extra Kurse gemacht, also da sind nur die Freiwilligen gekommen und wir haben zusammen Hermann Hesse gelesen. Die arme Deutschlehrerin, also da jahrelang, aber ich glaube, sie hat uns geprägt in einer Weise, wie es eben die Bücher von Hermann Hesse können. Und ob das mit Musils Mann ohne Eigenschaften so funktioniert, kann man diskutieren. Schwierige.
Es funktioniert auf jeden Fall mit einem meiner Lieblingsautoren, Erich Kästner, der auch so ein bisschen unterschätzt wird und, und nicht von den Germanisten nicht so wirklich ernst genommen wird. Und der hat ja auch von Gebrauchslyrik gesprochen. Mhm. Und das find ich einen sehr schönen Begriff. Also ich finde, Erich Kästners Lyrik zum Beispiel hat durchaus Tiefgang. Und Tiefgang und Verständlichkeit schließen sich nicht aus. Also man muss ja nicht so unbedingt absolut hermetische Lyrik wie Rilke, George und Co. verfassen, um sozusagen zu dokumentieren, dass man in der Lage ist, einen tiefen Gedanken zu haben. Mhm. Und er hat ja diese schöne Sammlung, die lyrische Dr. Erich Kästners lyrische Hausapotheke, wo man also nach den im Glossar hinten sein Seelenwehwehchen suchen kann. Wenn einem der Weltschmerz beutelt, kann man halt dieses und jenes passende Gedicht lesen. Und das finde ich halt immer noch einen tollen Ansatz und eine ganz wichtige Funktion von Literatur. Und Sie lesen. Ja, auch da können Sie sich die deutschen Buchhandelszahlen angucken. Die lyrische Hausapotheke gehört zu den Topsellern über Jahrzehnte, unverändert. Und es können nicht bloß junge Leute sein. Da geht es ja auch um Themen wie Scheidung und andere Themen, die bei Erich Kästner angesprochen werden. Und die zweite, immer noch unglaublich populäre, ist Mascha Kallikow. Also auch. Ja, genau, ja. Auch neue Sachlichkeit, ja. Mhm. Eben. So. Und was leistet diese Lyrik? Sie gibt einem einerseits eine gewisse ästhetische Anmutung, das ist ganz unstrittig, aber sie hat auch etwas mit unserem Leben zu tun. Und diese Autoren werden seit 100 Jahren regelmäßig in großen Auflagen gelesen. Mhm. Und es gibt keinen Hinweis, dass sie nicht mehr gelesen werden. Mhm. Also man meint die Surkamp-Bände, aber tatsächlich die Bände von der Kallikow, vom Kästner, die werden über 100 Jahre vom Hermann Hesse, die werden gelesen. Und es gibt keinen Hinweis, dass dem nicht so sei. Und ein wichtiger Indikator für mich, Herr Lauer, dass das Lyrische, weil es halt auch sehr stark der Musik verwandt ist, weil es sehr viel auch mit Sound arbeitet, immer noch aktuell ist, ist halt die begeisterte Rezeption von Poetry Slam. Also in Basel haben wir ja auch einige sehr bekannte Poetry Slammer. Ja. Und ich war da bei einigen Veranstaltungen, da war es Theater gerammelt voll und sehr viele junge Leute. Und ich muss wirklich sagen, natürlich ist da auch Flaches, Plattes, Oberflächliches, auf schnelle Gags getrimmte Formulierungen dabei. Aber auch sehr viel wirklich philosophisch Tiefgründiges. Und das ist ja ein menschliches Urbedürfnis, sein Dasein irgendwie erklären zu wollen. Und die große Frage oder die großen Fragen, wer bin ich und wo komme ich her und wo gehe ich hin, zu beantworten. Naja, und das macht jetzt schon deutlich, dass es wahrscheinlich eben nicht mehr so ist, dass es eben nur ganz wenige Autorenbücher gibt, sondern die einen gehen zu Poetry Slams, die anderen lesen Lyrik auf Instagram, die dritten schreiben selber auf Wattpad oder anderen Schreibplattformen. Und plötzlich sehen wir haben einfach eine sehr viel diversere, man kann auch sagen komplexere, widersprüchlichere Lesewelt. Und da kommt dann natürlich schnell das Gefühl auf, da hat sich was geändert. Ja, es hat sich was geändert. Aber wir können nicht feststellen, dass eben diese Autoren, über die wir jetzt gesprochen haben, weniger werden oder die jungen Leute, dass die nicht mehr schreiben würden oder nicht mehr zu solchen Veranstaltungen gehen. Das funktioniert eben doch erstaunlich gut und das wissen auch die Verlage. Also insofern, also die amerikanischen Zahlen zeigen ja, da gibt es ja eben diese alle 10 Jahre, diese großen Berichte. Und in den Berichten sieht man, dass ausgerechnet im 21. Jahrhundert die Zahl der Leser, und zwar sowohl absolut wie relativ zur Bevölkerung, zunimmt. Und zwar auch der Männer als Leser. Mhm, das wollte ich gerade fragen. Wie sieht es aus mit dieser Randgruppe Männer? Also das notorisch leseschwache Geschlecht ist also auch offensichtlich, und zwar auch mit, also die haben ja sehr viel Einwanderung, also die absolute Zahl der Amerikaner hat ja zugenommen. Und viele kommen aus süd- und mittelamerikanischen Ländern, die sind jetzt nicht direkt bildungsnah. Das ist meistens doch ein anderer Hintergrund.
Und trotzdem nimmt die Zahl der Leserinnen und Leser zu. Es ist ganz klar, dass Frauen und Mädchen sehr viel mehr lesen als Jungen und Männer. Das ist schon immer so, was jetzt die Literatur betrifft. Lass mal alle Sachtexte und so weiter weg. Also das hat sich nicht grundsätzlich verändert, aber dass Lesen auch nicht mehr cool ist oder so etwas, das lässt sich nicht beobachten. Also auch nicht für Jungs. Das sind ja sehr erfreuliche Perspektive. Herr Lauer, kommen wir vielleicht zu dem zweiten Aspekt. Lesen früher und die Kritik der Kulturkritik. Man ist ja leicht geneigt, auch wenn man selbst so an der pädagogischen Front war, zu sagen, ja, früher war alles besser und heute müssen wir uns dem Untergang des christlichen Abendlandes entgegenstemmen. Das haben wahrscheinlich alle Pädagogen zu allen Zeiten genauso empfunden. Wie sehen Sie da die Situation, was Lesen früher, Lesen heute und Kritik der Kulturkritik angeht? Ja, also Lesen, wir sind historisch in einer völlig einzigartigen Situation. Noch nie haben jetzt weltweit so viele Menschen lesen können und elementare Tatsachen über ihr Leben ausdrücken können, schriftlich ausdrücken können. Das ist bei über 90%. Man unterschätzt das immer, aber die großen Statistiken dazu von Max Rosa und andere zeigen, dass das ist ein unglaublicher Fortschritt. Und zwar wirklich, man muss nur in die 70er Jahre, also 30, 40 Jahre mal zurückgehen, um zu sehen, dass das alles andere als selbstverständlich ist. Ganze Länder hatten kaum Universitäten. Also als Saudi-Arabien begonnen hat, Universitäten zu etablieren, da mussten sie erst mal Lehrer aus Ägypten bringen. Also ganze Regionen waren also mit, sagen wir, geringer Lesefähigkeit da. Also erstmal historisch kann man sagen, sind wir eigentlich an einem völlig einzigartigen Punkt. Und zurückgehend, wenn man ein bisschen zurückgeht, haben wir zumindest für Europa lange Zeit das Bild, dass es große Unterschiede gab. Also in einer Stadt wie Florenz oder Lübeck und Basel, da konnten eben vergleichsweise viele Leute lesen, also auch Handwerker, Frauen konnten Schulen besuchen und so weiter. Also solche Dinge, ist nicht so, dass das nicht existierte. In der Breite natürlich nicht, sondern auf wenige Orte beschränkt. Und höheres Lesen, also im Sinne von komplexeren Texten, waren einfach schlichtweg, die waren auch nicht so einfach zu erhalten. Und das ändert sich eigentlich erst, der Eintritt in der Welt, in der wir leben, die fängt historisch im 18. Jahrhundert an. Und mein Lieblingsautor ist dafür natürlich Jean-Jacques Rousseau, weil er der Superstar, der war sozusagen der Popstar, der hat sich ja auch so inszeniert, auch äußerlich. Der hat eben begonnen, nicht nur diese philosophischen Schriften zu schreiben, sondern mit der Nouvelle Héloïse, also der großen Liebesgeschichte zwischen Saint-Brieuc und Julie, eben einen Roman zu schreiben, der dann Modell ist für Werther und wo immer man hinguckt. Das ist letztendlich die Grundgeschichte, übrigens auch seriell angelegt. Und der Buchhistoriker Robert Darton hat einen wunderbaren Aufsatz über Rousseaus Leser geschrieben, weil er nämlich ein Archiv, jetzt komme ich nicht gleich am Bieler See, also durch Zufall ist dort ein Archiv gefunden worden, in dem die ganzen Korrespondenzen sich finden, in denen Leser an Rousseau geschrieben haben. Und die reagieren genauso, wie wir heute als Fans sind. Also lieber Jean-Jacques, also das war natürlich der Freund Jean-Jacques, den man angeschrieben hat. Sie haben meine Seele von den Sünden befreit. Ich kann wieder neu atmen. Ich habe die Liebe wieder entdeckt. Also genau diese Lebenshilfe. So, und dann kommt immer die Frage, und kann ich Julie treffen? Kann ich Saint-Brieuc treffen? Ich komme nach Montmorency und möchte sie besuchen, ja. Und natürlich haben die gewusst, dass das ausgedachte Figuren sind. Das ist genauso, wenn die Leute in der Schwarzwaldklinik dem Klaus-Jürgen Wusow Briefe schreiben über ihre Krankheit. Die wissen, dass der kein Arzt ist. Die sind nicht dumm. Aber es tut der Seele unendlich gut, diesen Brief zu schreiben. Genau, das ist ja dieses identifikatorische Lesen, wie die Germanisten auch sagen. Ja. Und das ist schon eine Grundmotivation, glaube ich, von allen Leserinnen und Lesern.
Ja, also das ist zu identifizieren, überhaupt vielleicht von all denjenigen, die die Kunst in irgendeiner Art und Weise rezipieren. Das der Prozess des Identifikatorischen ja. ist ja beim Musik hören, beim sonstigen, beim einem Bild mit Malerei betrachten, ist ja immer ein ganz zentraler. Und wir machen es oft ein bisschen schlecht, gerade auch so von der akademischen Perspektive, als wäre das etwas weniger Wertvolles. Und das kann man eben so nicht sagen, sondern diese Leser von Rousseau, die wir eigentlich alle sind, die wir eben so identifikatorisch lesen, wir lieben es ja, in den Geschichten zu versinken. Und das kann man schon bei den ersten Wildbeutergesellschaften finden. Auch die machen das, wenn jemand gut erzählen kann, da gibt es ethnologische Berichte, dann sitzen die am Feuer abends zusammen. Also das Feuer hat sozusagen das auch ein bisschen angetrieben, menschheitsgeschichtlich gesehen. Und dann wird von der großen Welt erzählt, was dort passiert, was die Figuren erleben, wenn sie in den Himmel aufsteigen oder unter die Erde gehen und so weiter. Also da gibt es wahrscheinlich eine ganz lange Tradition und das erleben wir sofort, wenn wir Kleinkindern vorlesen und es ist eine aufregende Szene in einem Bilderbuch. Also es muss gar nichts Aufwendiges sein, dass die ganze körperliche Reaktion, also die Kinder werden hippelig und die ganze Aufregung körperlich zu spüren. Und wahrscheinlich ist das eine der Grundbedürfnisse des Menschen und das treibt das Lesen von Büchern an, ob es jetzt eben Karl May ist oder Robert Musil oder Hermann Hesse ist. Und deshalb tun sich Bücher, also wie bei Musil, die diese identifikatorische Lektüre sehr schwer machen, die tun sich natürlich auf dem Markt schwer. Während die erfolgreichen Titel, die immer wieder gehen, die ganze Jane Austen, es ist ja ein weltweites Phänomen, aber auch Heidi, um mal auch einen Titel zu nennen. Also in Maienfeld sind jedes Jahr 60 Filmteams. Also die kommen, um in Maienfeld Beides Welt zu sehen. Genau, darüber Filme zu machen, Figuren weiterzuzählen, wie auch immer. Weil diese Geschichte eben auch bestimmte Dinge anspricht und selbst erwachsene Menschen können mit dieser Figur sehr viel anfangen. Und diese Geschichten sind eben sehr, sehr erfolgreich. Also identifikatorisches Lesen, das ist unser modernes Lesen. Das macht uns aber auch irgendwo als Menschen aus. Ja, wahrscheinlich schon haben die Urmenschen im frühen Neandertal am Lagerfeuer zusammengesessen und erzählend die Welt erklärt. Denn die großen Religionen sind ja nichts anderes als große Erzählungen. Ja. Also wir haben erste Hinweise drauf, also wir wissen, dass selbst die Neandertaler ja sehr wahrscheinlich über Sprache verfügt haben, also es ist wahrscheinlich eine ganz lange Geschichte und der Mensch ist der Erste, der nicht vorm Feuer weggerannt ist. Man weiß nicht genau warum, aber irgendwann hat er den brennenden Busch genommen und sich da drum gesetzt sozusagen. Und es gibt keine andere Tierart, die das macht. Also es ist wirklich ganz selten, seltsam, dass wir das in der Menschheitsgeschichte gemacht haben. Und auf diesem Weg wird plötzlich die Nacht, und dafür gibt es sehr schöne Untersuchungen, die zeigen am Tag, auch in diesen Wildbeutergesellschaften, erzählen die Leute den gleichen Tratsch wie wir auch, da ist der Alltag und so weiter. Aber in der Nacht, in der besonderen Situation vergisst man die Welt um sich herum und steigt in den Himmel, unter die Erde, verwandelt sich in Tiere. So, also diese anthropologische Dimension ist der eine Seite, aber historisch haben wir erst die Texte im 18. Jahrhundert, die diese Identifikation so antreiben, wie sie Rousseau eben zum ersten Mal auch angetrieben hat. Also das 18. Jahrhundert hat sozusagen die Popkultur erfunden, wie wir sie heute ja zum Teil auch oder täglich eigentlich erleben, dass es damals auch schon im 18. Jahrhundert, auch im 17. Jahrhundert und wahrscheinlich in den Jahrhunderten vorher auch natürlich schon Kulturkritik gab. Das lernt man ja auch schon im ersten Semester Germanistikstudium, dass dann natürlich auch die Kulturkritiker gesagt haben, also tatsächlich, das christliche Abendland geht unter, wenn die Leute jetzt ständig nur Romane lesen, anstatt was Vernünftiges zu tun. Ja.
Also das ist komisch, dass dieses Argument uns immer so auf der Zunge liegt. Und tatsächlich, also im 18. Jahrhundert waren die Leserinnen Rousseaus standen unter Dauerkritik. Man hat befürchtet, dass die Frauen ihren haushälterischen Aufgaben nicht mehr nachkommen, weil sie im Romanlesen versinken. Also zum Beispiel diese Romane von Vulpius, Rinaldo Rinaldini und andere Räuberromane, wo immer irgendwelche Gräfinnen von Räuberhauptmännern auf weißen Schimmeln gerettet werden. Also solche Geschichten. Aber die mussten natürlich erstmal etabliert werden. Und diese Kritik gehört eigentlich, also je stärker dieses immersive, selbstvergessene Lesen wird, also dieses identifikatorische Lesen, desto mehr nimmt die Kritik zu. Also der bekannteste Fall, den man in der Germanistik auch immer brav wiederzählt, ist das Leipziger Verbot, die Werthertracht anzuziehen. Mhm. Also die gelbe Weste und den blauen Frack, den Werther trägt, in Goethes gleichnamiger Briefroman. Indem er das tut, gibt es eben ganz viele Fans, die gab es also schon damals, natürlich zahlenmäßig nicht vergleichbar zu heutigen Verhältnissen, die haben sich so angezogen und dann sind die Pastoren auf die Kanzel gestiegen und haben gesagt, und dann bringen die sich auch alle um. Und alle Germanisten erzählen bis heute immer, nicht alle, aber eine ganze Reihe, erzählen die Geschichte weiter. Ja, das ist tatsächlich so gewesen, da sieht man die Wirkungsmacht der Literatur. Es gibt überhaupt keinen Beleg dafür. Also für die Selbstmorde. Mhm. Sondern das waren Fans, die natürlich... Kolportiert, ja. Mhm. Genau. So. Und trotzdem kommt immer wieder das auf, die Jugend verfällt dem Selbstmord, nimmt Drogen oder was weiß ich, wegen diesen literarischen Vorbildern. Und tatsächlich gibt es aber diese Entwicklung nicht. Und deshalb hat man auch dann im 19. Jahrhundert zum Beispiel Einrichtungen von Jugendbibliotheken, wo wir denken, wo ist das Problem? Nein, man wollte gerade keine Jugendbibliotheken einrichten, weil man glaubte, dass die Jugend verkommt, weil sie natürlich in der Bibliothek diese Romane liest, die sie nicht lesen sollte. Ja, ja. Und hinter diesen für uns heute kaum noch nachvollziehbaren Aspekten Antipathien gegen das Lesen steckt ja vielleicht eigentlich eine Wahrheit, nämlich dass, glaube ich, der lesende Mensch sich der Verfügbarkeit, der Manipulierbarkeit durch die Gesellschaft auch entzieht. Die Romantiker haben das ja kultiviert, indem sie die Nacht hochstilisiert haben als die eigentliche Tageszeit, ja, und gesagt haben, wir entziehen uns eigentlich diesem utilitaristischen Modell der Gesellschaft, alles muss nützlich sein und du musst was Nützliches tun. Ja. Aber der Leser entzieht sich ja eigentlich dieser Gesellschaft, die ihn praktisch zur Marionette machen will. Ja, ja. Und schiebt ihn in eine ganz andere Welt, wo ganz andere Regeln gelten. Genau, und andere Gesellschaften. Mhm. Genau, und andere gesellschaftliche oder ganz andere Gesellschaften vorkommen können. Also ich kann die Welt von einer ganz anderen Seite sehen. Also so ein schönes Beispiel sind ja dafür das Aufkommen der Kriminalromane. Also im Ende des 19. Jahrhunderts, als Arthur Conan Doyle, der kam nicht auf die Idee, Kriminalgeschichten zu erzählen, weil es existierte ja gar keine Vorstellung davon. Ja. Und er entwickelt immer Stück für Stück diese Sherlock-Holmes-Figur mit den Hinweisen und den falschen Hinweisen, wer dann der tatsächliche Täter ist. Und das setzt ja voraus, dass man viel intensiver liest, um überhaupt diese feinen Zusammenhänge zu haben. Und erst nach einer Weile hat Arthur Conan Doyle selber verstanden, dass er da was Neues geschaffen hat. Und dann setzt eben auch dieser Fankultur, der bis heute nicht verschwunden ist, um Sherlock Holmes ein und der berühmte ist er denn tot? Fall oder nein? Genau. Nicht tot, er muss dann wieder lebendig werden, weil die so genau mit den Figuren mitgegangen sind, schon auch im 19. Jahrhundert, dass man große Sorgen hatte und populäre Genres sind eben dann nicht nur Sherlock Holmes, sondern die Heftromane, also Tom Shark, Harry Peel, das waren die Helden ja um 1900 und um den Ersten Weltkrieg. Und in diesen Büchern
Es sind meistens Detektive, die eben tolle Fälle lösen. Und diese Literatur wurde ja nur unter der Ladentheke verkauft, aber mit einer Fankultur. Also wir hatten also auch Briefe, das, wie schon im Internet haben die zusammengearbeitet. Und dann muss man sich klar machen, dass also noch nach dem Dritten Reich bis in die 50er Jahre hinein, in dem Fall vor allem in der DDR, auf Schulhöfen diese sogenannte Schundliteratur, wie die genannt wurde, öffentlich verbrannt wurde. Also die Schüler standen drumherum. Die Bücher, die genau diese identifikatorische Lektüre sozusagen kultiviert haben, die man deshalb gelesen hat, die man Heftchen, die man ausgetauscht hat, wo man wissen wollte, wie geht es weiter mit dem Helden, die hat man verbrannt. Und Harry Peel und andere sind die ersten Helden übrigens auch im deutschen Kino. Also die ersten Figuren dann im neuen Medienkino, die kommen dann aus den Schundheften. Ja, das sind natürlich Archetypen, würde C.G. Jung sagen, die, die unsere urmenschlichen Sehnsüchte befriedigen, danach, dass wir auch dann, wenn die Situation noch so ausweglos ist, immer einen Weg finden, um uns aus dieser Situation aufgrund unserer überlegenen Intelligenz, wie bei Sherlock Holmes, dann doch wieder irgendwie herauszuwursteln. Ich möchte noch, Herr Lauer, auf den dritten Aspekt eingehen, den Sie im Vorfeld angesprochen haben. Nämlich, Sie haben das formuliert, Ende des Kanons, neue Autoren, neue Buchformate, neuer Buchhandel. Ich kann mich an meinen Deutschunterricht noch erinnern, da gab es also wirklich so kanonische Schriften und Deutschleistungskurs, wurde das am Anfang schon in der 11. Klasse verteilt und dann wurde gesagt, also man muss jetzt das und das aus dieser und jener Epoche gelesen haben, wenn man sich als einigermaßen bildungsbeflissener Mitmensch da zeigen will. Wie ist das mit der Kanonisierung heute? Also die Kanonisierung hat eine ganz widersprüchliche Entwicklung, weil auf der einen Seite gibt es eine Diversifizierung der Gattungen, der Autoren, für die sich Menschen interessieren können. Also eine solche Vielfalt an Lesemöglichkeiten und auch an Gruppen, die sich für bestimmte Literaturen, für bestimmte Autorinnen, Autoren interessieren. Das ist unglaublich, wie divers es wird. Auf der anderen Seite wird der Kanon der Bücher, die alle kennen, also den Marquess oder den berühmten Proust und so weiter, der wird schmaler, also auch weltliterarisch, die Bücher, die wirklich alle kennen. Und das Gleiche finden wir auch bei den Superstars im Literaturbereich. Also die Autorinnen, Autoren, die sich wirklich dauerhaft oben halten, das ist ein ganz schmales Feld. Ähnlich wie in der Popmusik, in fast allen Bereichen, im Fußball sind immer wieder dieselben Vereine, die gewinnen und so weiter. Also dieser Bereich, der ist relativ schmal. Also es ist sehr schwierig, dauerhaft oben zu bleiben. Aber die Möglichkeit dann zu sagen, wir interessieren uns für Amish Mystery Kill Novels, also Kriminalgeschichten, die in Amish Communities spielen, zum Beispiel Amazon als eigene Kategorie. Diese Möglichkeit existiert. Das heißt, es gibt dann plötzlich Communities, die sich organisieren können, die konnten sich vorher gar nicht finden. Und dadurch gibt es eine hohe Diversität von kleineren Gruppen, die ihre Spitzenautoren, Spitzentitel haben. Und das ist nun jetzt für die Verlage so schwierig. Was der Börsenverein natürlich nicht so gerne sagt, ist, dass zum Beispiel 50 Shades of Grey lange Zeit auch den deutschen Buchhandel wesentlich, also den Publikumsverlagshandel, wesentlich getragen hat. Das heißt also, man braucht Schmonzetten und andere Sachen, die als Top-Titel einfach den Markt stabilisieren. Und wenn die abverkauft sind, muss man gucken, was sind die neuen 50 Shades of Grey oder, um mal was Besseres zu nennen, die Harry Potter-Geschichten. Also die bilden einen erheblichen Teil. Das heißt, der Buchhandel hat eine Abhängigkeit von wenigen Spitzentiteln und hat selber Bestseller aufgebaut, wenn
Sie 30, 40 Jahre zurückgehen, Herr Kurz, dann waren Bestseller-Titel, die haben sich selbst innerhalb eines Jahres weltweit nicht ein Millionenmal verkauft. Mhm. Heute gibt es einzelne Titel, die innerhalb einer Woche 80 bis 90.000 Exemplare absetzen. Mhm. Also eine Skalierung für einzelne Spitzenautoren, Spitzentitel, aber auch eine Abhängigkeit dann davon und dann eine Riesenbreite, sehr schwer auch für Verlagsentscheidungen zu handhabende Masse an vielfältiger Literatur. Also das sagt gar nichts über Qualität aus, sondern es sagt nur, die Produktion ist einfach so riesig geworden, so vielfältig. Ja. Und was man ja eindeutig merkt, Herr Lauer, ich habe dann schon einen Begriff von Ihnen gelesen, die Pop-Industrialisierung des Kulturbetriebs. Es ist ja tatsächlich so, dass das eigentlich heute alles den Gesetzen des Marktes unterworfen wird. Und natürlich ist auch der ganze Sport zum Beispiel, weil jetzt gerade die Diskussion war wegen dieser neuen Super League, die da, natürlich ist das Unterhaltungsindustrie. Ja. Und da geht es nicht so sehr um Spitzensport, sondern es geht darum, Werbezeit zu verkaufen. Und was Ähnliches erleben wir natürlich in der Musik, der ganzen Musikbranche. Da ist es ja nicht so, dass diejenigen, die in den Top Ten auftauchen, dass das jetzt die 10 besten Musiker und Bands sind, die es überhaupt auf der ganzen Welt gibt. Ja. Sondern der Zufall und Marketingmechanismen spielen ja da eine ganz große Rolle. Und ich denke, im Buchbereich ist es ganz genauso. Ja, also der Musikbereich ist vielleicht zur Erläuterung wirklich hilfreich, weil wir haben es nicht bloß im Pop und Rock und diesem Bereich, sondern auch im Klassikbereich. Das heißt, es gibt einen Star-Kult. Ich meine, wir wissen alle schon, Karajan hat Ballettunterricht genommen, um noch toller da vorne zu stehen. Also das ist ja schon Teil dieser Pop-Industrialisierung, also auch im ernsten Bereich. Mhm. Die Zahl der Klassikfestivals hat sich in den letzten, ich glaube, 20 Jahren ungefähr verdreifacht. Das heißt, es gibt mehr Menschen, die Geld ausgeben, um klassische Musik, also die Schubertiaden und die Maler Tage in Toblach und so weiter. Mhm. Also wirklich hochpreisige, hochkulturelle Veranstaltungen. Dieses Publikum nimmt zu. Ich spreche jetzt mal über deutschsprachige Länder, aber man kann das, glaube ich, auch für eine ganze Reihe anderer Länder sagen. Das heißt, wir haben auf der einen Seite wirklich eine Zunahme, das Gleiche mit den Museen. Also das ist nicht bloß ein Basler Phänomen, dass es viele Museen gibt, sondern Ausstellungsrekorde. Also wenn man das mal so 20, 30 Jahre zurückgeht, Museumsbesuche, all das nimmt zu. Und wir haben das Gleiche eben auch im Verlagsbereich, dass es für dieses diverse Lesebedürfnis tolle Bücher gibt, tolle Communities gibt, superklasse Titel. Aber die eigentlichen Spitzen, also das, was sich dann eben oben hält, das auch die Verlagsindustrie antreibt, das sind dann ganz wenige Autoren. Und es ist ganz schwierig, wir kennen alle dieses Problem, das zweite erfolgreiche Buch zu schreiben. Fast alle haben, also bös gesagt, sagt man das ja immer, Günter Krasnach, er hat eigentlich nur ein erfolgreiches Buch geschrieben, aber er hat es irgendwie geschafft, immer oben zu bleiben, obwohl man das diskutieren kann, ob das begründet war. Aber egal. Also wie es tatsächlich gelingt, dann unter diesen Top-Autoren zu bleiben, die auch für den Verlag interessant sind. Also die Obamas zum Beispiel tragen auch den deutschen Buchmarkt im Augenblick. Weil in der Filmindustrie erlebt man ja Ähnliches, dass da ganz wenige Filme mit Oscars überschüttet werden. Und die tragen natürlich auch andere mit. Und im Verlagswesen war es ja immer schon so, dass man gesagt hat, so ein Autor, der erfolgreiche Schundromane schreibt, also so Konsalik, oder nennen wir es jetzt mal populäre Romane, schreibt à la Konsalik, der finanziert 100 Lyriker mit, die 30 Bände verkaufen von dem, was sie da publizieren. Und was ich auch spannend finde, und ich sehe das im ganzen Kulturbereich, also nicht nur in der Literatur, auch in der Musik und bei bestimmten Lifestyles auch, ich würde es mal nennen, so eine Biotopisierung. Ja? Also es gibt sehr viele kleine Biotope von Leuten, die inzwischen aber sehr gut vernetzt sind, wenn man sich allein mal die ganze Mittelalterszene anguckt. Ja, ja. Natürlich ist das alles inzwischen
total kommerzialisiert und es gibt Unternehmen, die machen nichts anderes als Mittelalter-Festivals zu organisieren. Und es gibt Leute, die machen nichts anderes, als diese Kostüme zu nähen und Schwerter zu schmieden oder sonst irgendwas. Ja. Und dass diese Szenen, diese einzelnen Szenen, die sind in ganz vielen Bereichen heute, glaube ich, sehr viel besser vernetzt, als sie es früher waren, weil es natürlich sehr viel bessere technische Möglichkeiten gibt, sich zu vernetzen. Ja, ich meine, die werden professioneller, man kann auch sagen kommerzialisierter. Also historisch ist das interessant, weil vor 100 Jahren, etwa vor dem Ersten Weltkrieg, entsteht die moderne Soziologie und eben ganz erheblich als Kultursoziologie. Also Georg Simmel und andere Namen würden einem da einfallen. Und die haben schon vor 100 Jahren beobachtet, was wir heute noch sehr viel deutlicher sehen. Und was Reckwitz zum Beispiel mit dieser Gesellschaft der Singularitäten, das ist immer dasselbe These, ist, wir können alle uns kulturell individuell ausdrücken und wir sind alle in dieser Monty Python-Situation. Ihr seid alle Individuen? Ja, sagt einer, ich nicht. Und wie man damit eben umgehen kann, dass die Gesellschaft in der Hinsicht positiv gesprochen individueller, kreativer und so weiter wird, negativer ausformuliert, je nachdem, wo man dann in der Soziologie steht, sagt man, die Gesellschaft fällt auseinander, es gibt keinen Kanon mehr, wir finden nicht die gemeinsamen Bücher, auf die wir uns beziehen, sozusagen die Narrative der Gesellschaft schwinden und wir bleiben alle isoliert und jeder ist nur noch sein eigener Influencer. In seiner Bubble sozusagen. Genau, in seiner Bubble, ja. Ja. Und beides ist wahrscheinlich, also weder das eine noch das andere ist richtig, aber es fehlt übrigens auch uns da eine theoretische Modellierung, die über diese Kultursoziologie mal das besser versteht. Auch Industrialisierung ist so ein Versuch, dieses Phänomen mal auf den Begriff zu bringen, dass also ganz wenige Autoren, ganz wenige Bücher unser Gespräch über Bücher letztendlich bestimmen. Und dasselbe sieht man auch in der Verlagsindustrie. Wir haben diese Oligopolbildung, alle zeigen auf die Internetindustrie. Gucken wir uns auf die Publikumsverlage an, wie viele Verlage gibt es noch weltweit? Das sind ja alles Riesenkonsortien von unterschiedlichen Verlagen. Das heißt noch Fischer Verlag, aber es ist ein komplizierteres soziales Gebilde. In einer These formulieren Sie, dass Radio und Fernsehen auch für Autoren und Bücher immer noch eine große Rolle spielen, aber längst eingebettet in eine digitale Umwelt. Das ist natürlich schon so, dass der Diskurs heute oft auch in Online-Medien stattfindet. Wir haben im Vorgespräch uns darüber unterhalten, dass im Moment gerade das Bewerbungsverfahren für den Grimme Online Award läuft und haben sich 700 Formate beworben, wenn man sieht, was da alles angeboten wird, auch wirklich an hochkarätigen Formaten, da kommt einem das, was im linearen Fernsehen läuft, richtig kümmerlich und ärmlich vor. Mhm. Ja, kein Wunder, dass, glaube ich, da tatsächlich auch diese digitalen Medien im Bereich Bücher eine immer größere Rolle spielt und im Bereich Lesen. Ja, also was ich versuche, was ich noch nicht genügend verstehe, aber die Grundidee ist folgende. Das Digitale ist etwas, was nicht einfach neben Medien, Radio, Fernsehen, Musik und so weiter kommt, sondern etwas, was überall sich reinschiebt. Also es gibt fast keinen Prozess mehr, der nicht digital ist. Ob es Buch herstellen, Buch schreiben, fast alle Dinge sind sehr, sehr stark digitalisiert. Trotzdem heißt es eben auch, dass eine bestimmte Buchrezension gut platziert im Radio oder etwas, das im Fernsehen Buchtitel, die hochgehalten werden in den Büchersendungen, die es im Fernsehen gibt, dann natürlich besondere Verkaufsflächen geben. Naja gut, Verlage kaufen die ja natürlich auch, also auch die Darstellung von Büchern in Buchhandlungen. Dafür müssen Verlage zum Teil auch Geld ausgeben, wenn ein bestimmter Titel platziert wird. Trotzdem ist es noch da und die Frage ist, welche gesellschaftlichen Gruppen nehmen eigentlich an welchen
Medienteil. Und die einfache Antwort lautet immer, ja, die Älteren gucken noch Fernsehen und die Jüngeren gucken nur Internet. Mhm. Aber das ist wahrscheinlich zu einfach. Wahrscheinlich gibt es Menschen, die relativ viele Medien wahrnehmen, also digitale Internetformate genauso wie das gedruckte Buch und auch eine Fernsehsendung angucken, Deutschlandfunk oder Deutschlandradio hören oder SWR 2 auf der einen Seite. Und die anderen sind eher diejenigen, die ganz wenige Sender in ihrem Radio haben, immer die ähnliche Musik hören. Das heißt, das kulturelle Spektrum ist dann wahrscheinlich für diese Gruppe kleiner. Und die gab es ja immer schon, auch vor dem digitalen Zeitalter. Diejenigen, die, wie der Engländer sagt, narrow-minded waren und in ihrer kleinen Welt, in ihrer kleinen Bubble glücklich und zufrieden waren, sozusagen sind ja die Rahmenbedingungen, die sich geändert haben und nicht diese anthropologischen Konstanten, die schon immer da waren. Und es hat natürlich auch eine soziale Komponente. Ich meine, man muss, ich will nicht sagen privilegiert genug, aber man muss ein Elternhaus, ein Freundeskreis, Stadtviertel und so weiter haben. Also wir haben auch einige Projekte mit Menschen in sehr schwierigen Situationen und Leseförderung für Kinder zu machen, Biografieförderung zu machen. Und da sieht man natürlich, was man da schon erreichen kann mit ganz wenigen Sachen, mal über sich selbst. Also vielleicht kennen einige diese Ansätze, Changewriter, ich schreibe über meinen eigenen Alltag in Art Tagebuch. Und die Aufgabe der Lehrerin ist nur, dieses Tagebuch sicher aufzubewahren, weil es keinen Ort in der Umwelt gibt, in der diese Kinder aufwachsen. Mhm. Und plötzlich verändern sich deren Biografien. Natürlich nicht für alle, das ist kein Zauberstab, aber das Lesen und Schreiben kann dann Biografien verändern. Mhm. Und da sieht man dann doch, dass die sozialen Faktoren von uns oft unterschätzt werden, auch gerade in diesem kultursoziologischen Sinne. Ja, ja, das glaube ich auch. Und wir, die wir jetzt, sagen wir mal, uns eher in akademischen Welten bewegen, leben natürlich auch in einer Bubble, die zum Teil hermetisch abgeriegelt ist von anderen Bubbles. Wir haben ja begonnen und wir kommen so langsam zum Ende des Gesprächs, Herr Lauer, damit, dass wir uns über Lesebiografien unterhalten haben. Und Sie haben zu Recht gesagt, dass bei Ihnen, wie bei ganz vielen Menschen, die Schule ein ganz wesentlicher Faktor war. Wo sehen Sie heute die Funktion der Schule für eine Kultur, um eine Kultur des Lesens zu fördern? Ja, die Schulen haben eben eine sehr steil angewachsene Aufgabe, dieses Lesen in so unterschiedlichen Formaten und Wegen zu fördern, neben vielen anderen Aufgaben. Also man kann sagen, eher leiden sie unter einer Überlast von Aufgaben, die ihr zugestellt wird, weil es eben nicht mehr selbstverständlich ist in allen, zumindest nicht mehr in allen Teilen der Gesellschaft. Und es gibt ganz wunderbare Initiativen, wo Leute mit Schülern, also Sie kennen vielleicht Bookfaces, also man hält ein Buch vors Gesicht und das Cover von dem Buch passt dann zu der eigenen Figur. Und das ist zum Beispiel ein Weg, in dem Schüler, die vielleicht jetzt nicht so buchaffin sind, plötzlich Bücher ganz anders betrachten. Und dann geht man in Buchhandlungen und guckt sich diese Buchtitel an und plötzlich findet man einen Weg in Buchhandlungen. Und das, solche Wege zu finden, wie mit Büchern umgegangen werden kann, das scheint mir sinnvoll. Dazu gehört auch das Reklambändchen, aber nur das Reklambändchen, das wäre aus meiner Sicht zu wenig. Aber die Chancen sind da und es gibt so viele gute Beispiele, was Lehrerinnen und Lehrer da bieten an Leseförderung. Was ist Lesebegeisterung? Es geht ja nicht um nur Förderung so in diesem klassischen Fingerzeig-pädagogischen Sinn, sondern darum, dass einfach die Freude daran, diese Welt erkunden, ankommt. Ja. Ja, herzlichen Dank. Ich darf Ihnen alle einen wunderschönen Abend noch wünschen und viele tolle, spannende Leseerlebnisse natürlich. Und ich finde immer noch das Setting, ein Glas Rotwein, ein Buch, ein Sofa
und niemand ist da. Nur ich und das Buch, ein ganz, ganz tolles Setting, ja. Das wir auch weiterhin kultivieren müssen und das uns, glaube ich, tatsächlich auch als Menschen in irgendeiner Art und Weise weiterbringt. Ja, herzlichen Dank, Herr Kurz, für die Einladung und allen, die auch zugehört hat. Ich wünsche auch allen einen schönen Abend und ja, hoffe auf Fortsetzung. Alles Gute. Wir bleiben dran. Ja. Machen Sie es gut. Tschüss. Tschüss. Schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Ja, ciao.